ist definitiv nicht nach Plan gelaufen für euch. Was dominiert jetzt im Moment? Wut, Frust, Trauer? Ja, klar, es war sicher ein Skispiel von uns. Ich meine, 7-1 in den Playoffs ist nicht akzeptabel. Aber schlussendlich ist es ein Sieg. Ob jetzt 1-0 für uns oder 7-1 ist ein Sieg. Und ja, wir haben den Fall verloren, ganz klar. Nach dem zweiten Drittel, dort, wo wir 3 Goal hintereinander bekommen. Ja, es darf nicht passieren. Wir müssen da routinierter sein, abgeklärter. Aber ja, heute sind sie reingekommen für sie und ja, Sieg für sie. Wann habt ihr gemerkt, dass ihr das Spiel wie entgleitet? Ja, ich glaube, wir haben es gesehen, oder? Im zweiten Drittel nach dem 3-0 sind wir nur noch vorne gerannt. Dann sind Breakaways gegangen, 1 gegen 0, 2 gegen 1 Situationen, wo uns der Haber dann gleich noch im Spiel behalten. Und dann, ja, für den Jorn ist es auch nicht einfach, kommt kalt rein und sie schiessen von überall. Und ja, es ist schade für unsere Goalies, aber schlussendlich haben wir, wie gesagt, ein Sieg und mehr ist nicht. Man sagt immer, das Resultat spielt im Playoff letztlich keine Rolle, aber ganz ehrlich, wegstecken müsst ihr jetzt das gleich. Ja, definitiv, aber ich glaube, wir haben genug Routine im Team. Wir wissen, es ist bitter, es ist peinlich ein bisschen, aber schlussendlich, wie gesagt, es ist ein Sieg. Floskel halt, wie man so schön sagt, klar ist, muss abhaken. Ich glaube, wir sind genug lang dabei, die meisten. Und von dem her haben wir immer noch die Chance, um etwas zu reissen. Danke vielmals.